Moin Leute! Moment! Feuer brennt! Kleines nichtssagendes Video. Ich habe heute ja schon auf dem Kanal von Michael Urlau. Könnt ihr mal gucken. Guck mal rein. Der fährt auch eine CB1000R. Schön bunt. Klasse Motorrad. Also gleicher Typ wie das weiße Einhorn hier, nur in bunt. Geantwortet. Und zwar, das betrifft mich auch mit meinen vielen, vielen Videos, die ja viel nichtssagend sind. Ja, aber was ich sagen will, ist, wenn wir Motorradvideos machen, dann sieht das meistens so aus: Wir haben die Kamera irgendwo am Helm. Und filmen da nach vorne, wie wir fahren. Ja? Das ist mal schön und gut. Und das betrifft auch, was weiß ich, mindestens 700 Videos von mir. Ja? Aber ich glaube, für den Zuschauer ist das ja zwar manchmal so romantisch schön, aber jetzt ist meine Piep wieder aus, geht gar nicht. Moment. Das vermittelt so einen romantischen Eindruck vom Motorradfahren. Ja? Außerdem fällt mir immer auf, wahrscheinlich ist das auch ein Altersaspekt. Ich sehe mich selber gar nicht. Ich will ja auch mal sehen, wie ich selber auf dem Motorrad aussehe, wenn ich fahre. Ne? Es gibt bei meinen ganzen Videos vielleicht ja, 3 oder 4 Szenen, wo ich mal selber zu sehen bin. Und Leute, die hinter mir hergefahren sind, haben mir oft mal gesagt, hey, du sitzt irgendwie schief auf dem Motorrad. Das geht gar nicht. Ne? Kann ich natürlich nicht selber nachvollziehen, weil ich mich ja nicht selber sehe. So. Und deswegen hatte ich Michael empfohlen, mal irgendwie einen Kumpel irgendwo hinzustellen und dann mal irgendwie durch eine schöne, der hat ja da unten super Strecken, durch so eine schöne Kurvenkombination durchzublasen, das wäre doch mal toll. Und genau das habe ich auch vor wieder mal. Da werde ich Frauchen die Kamera in die Hand geben und werde die irgendwo hinstellen, in unseren seltenen Kurvenkombinationen hier. Und da werde ich da 2-3 Mal hin und zurück fahren. Das muss man natürlich nicht übertreiben. Man muss das ja STVO konform irgendwie gestalten. Aber das bringt doch mal irgendwie einen anderen Aspekt wieder in diese ganze Geschichte. Also auf Dauer ist mir das langweilig, immer nur am Helm zu zeigen, wo ich jetzt hier hinfahre. Außerdem hört man da den Sound nicht richtig. Also wir müssen mal, glaube ich, Vlog-mäßig ein bisschen die Szenerie ändern oder die Sichtweise ändern. Das würde mir ganz gut gefallen. Und ich, ja, wie gesagt, das betrifft mich in erster Linie. Ne? Und ich werde da jetzt mal dran arbeiten. Frauchen ist momentan ein bisschen lädiert, aber wir werden das hinkriegen. Und dann
Gucken wir mal. Also ich habe mich noch nie mit der KTM so richtig in Action gesehen. Würde ich aber gerne mal. Weil so lange hat man ja nicht mehr Zeit. Dann wird man das ja auch gerne mal sehen, wie man selber aussieht, wenn man da so rumbrettert. Wäre so mein Gedanke. Ja. Ansonsten alles gut. Gucken wir mal. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Also ruhig mal die Sichtweise von außen und nicht nur aus dem Helm. Wäre doch schön. Würde mir jedenfalls gefallen. Und wir arbeiten dran. Tschüssi. Alles Gute fürs Wochenende.